Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal wieder einen ganz, ganz klassischen DM-Haul und ja, habe ich irgendwie jetzt schon länger nicht mehr gemacht, hatte ich das Gefühl. Also zumindest für mich vom Videodrehmodus her. Ja, ich zeige euch aber erstmal eine Sache, die ich nicht im DM gekauft habe, die es aber glaube ich auch im DM gibt, deswegen habe ich sie jetzt einfach mal mit reingepackt. Und zwar, ich musste einfach, ich fand das so süß in der Werbung und das habe ich bei einer Versandapotheke halt mitbestellt, weil wir eh was gebraucht haben und dann mussten wir noch auf den gewissen Wert kommen, damit wir nicht Versandkosten zahlen müssen. Und dann, ja, habe ich mir das hier mitbestellt und zwar von Weleda Kids ist das. Ein Jahr 2-in-1 Shower and Shampoo und das ist einfach so putzig. Schaut euch mal dieses süße Nilpferd an. Ich finde, es guckt total süß und oh Gott, und es riecht vor allen Dingen toll. Es nennt sich spritzige Limette und genau so riecht es auch. Super, super frisch und sehr angenehm und ja, ich glaube, das hat schon so seine 3 Euro oder sowas gekostet. Aber ich fand es einfach unfassbar süß und ich weiß auch nicht, irgendwie kann man sowas auch immer gut gebrauchen und es ist vor allen Dingen auch nicht so riesig. Das heißt, man kann es auch mal unterwegs oder so, wenn man im Urlaub ist, einfach mal mitnehmen, hat nicht gleich so ein riesen Teil da, sondern ich finde es einfach unfassbar putzig. Und ja, da gab es noch eins mit Delfinen, eins mit einem Seeotter, glaube ich, oder sowas, oder Seelöwe, irgend sowas war das noch. Aber ich fand einfach dieses Nilpferd so unfassbar putzig. Schaut es euch nochmal ganz genau an. Ich finde es mega süß, oh mein Gott. okay, dann jetzt aber zu den normalen DM-Sachen, die ich wirklich im DM gekauft habe. Und zwar zum einen habe ich mir wieder hier mitgenommen Teebaumöl. Das ist eben das ganz normale von Das Gesunde Plus. Australisches Teebaumöl ist das. Und ja, ich brauche das einfach immer. Ich habe jetzt noch, ja, da ist noch ungefähr so wenig drin, würde ich sagen, von dem von Müller, was ich mir das letzte Mal gekauft hatte. Und ja, Teebaumöl, also dieses reine Teebaumöl, habe ich echt das Gefühl, bringt wirklich was. Also da bringt sogar fast noch mehr als der Pickle Break an sich. Und das ist auch einfach sehr gut für die Haut. Es ist sehr klärend, aber nicht aggressiv. Und das schätze ich sehr, sehr an diesem reinen Teebaumöl. Und ja, genau, finde ich wirklich toll. Dann mache ich auch mal weiter mit den ganzen anderen Anti-Pickel-Sachen, denn ich bin zurzeit ein bisschen genervt von meiner Haut. Es kann vielleicht daran liegen, dass man eben einmal im Monat, ne? Ihr wisst es ja, die Frauen wissen das, aber ja, mich nervt es einfach gerade total. Und im Video geht's total, weil ich jetzt relativ hell bin und dadurch wirkt es jetzt nicht so, dass ich Pickel habe. Aber meine ganze Stirn und so sind überall so kleine Pickel und das nervt mich gerade voll. Auf jeden Fall habe ich mir, die war neu, stand dabei, von Balea Soft and Clear, diese Anti-Pickel-Peel-Off-Maske mitgenommen. Und ja, ich fand, die sah einfach echt gut aus mit Zink, Salicylsäure und Aktivkohle. Ja, von daher, und Peel-Off-Maske finde ich auch immer recht gut, weil da zieht man wirklich sowas mit raus aus der Haut und finde ich auch sehr schön, dass 2 Anwendungen drin sind, ich glaube für 95 Cent oder sowas, also kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Und dann zu einem Produkt, was einfach schon seit Jahren absoluter Favorit von mir ist und wo ich jetzt doch wieder dazu zurückgekommen bin, ist von Garnier mein absoluter Liebling, das Anti-Pickel-Waschgel. Ich habe jetzt ja sehr viel probiert gehabt, ich hatte glaube ich Anfang des Jahres oder war es schon Ende letzten Jahres, das von Neutrogena ausprobiert. Das war okay, aber das war einfach zu wenig für meine Haut. Und dann hatte ich jetzt vor einigen Monaten das Aktivkohle-Waschgel von Biore gehabt. Und das war gut, das macht seinen Job auch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haut 100% rein dadurch ist. Und vor allen Dingen bleibt sie halt nicht rein. Und ich habe wirklich nur bei dem dieses Gefühl, dieses richtig super sauber Gefühl. Und das habe ich jetzt einfach wieder gebraucht. Und deswegen habe ich sie wieder nachgekauft. Und ich liebe es einfach. Und dann aus der gleichen Skin Active Hautklar Serie habe ich mir jetzt mal, das habe ich schon lange mal so, ne, an mir angeschaut. 3-in-1. Das ist eben auch mit Tonerde und Reinigung, Peeling und Maske. Und ich wollte sowieso ein neues Peeling, weil mein Peeling, was ich jetzt hatte, ist fast leer. Und war jetzt auch nicht so unbedingt der Burner, deswegen dachte ich mir, sei das einfach, ja, denke ich mal, perfekt, wenn ich es eben als Maske und auch als Peeling gut benutzen kann. Und ja, das ist natürlich was, was nicht für jeden Tag ist. Das ist, glaube ich, dann zu aggressiv für die Haut. Aber so, ich würde sagen, einmal die Woche kann man das bestimmt sehr gut benutzen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil ich, wie gesagt, diese Skin Active Sachen sehr gerne mag. Und genau, dann mache ich jetzt mal weiter mit einer Sache, die normalerweise für Männer ist, aber ich habe schon 1000 YouTube-Videos gehört, dass man doch einfach mal Männerrasierer probieren sollen, denn die sollen einfach besser und präziser sein und meistens sind sie sogar günstiger, wobei der jetzt recht teuer war. Und zwar bei Leia Man ist das Precision 5, nennt der sich. Und ja, der hat, glaube ich, auch seine 5 Euro oder 6 Euro gekostet, was halt schon recht viel ist. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass er echt gut ist und dass man nicht mehr so Stoppeln hat, weil das hasse ich halt dann, wenn man sich rasiert und dann
geht zwar der Großteil weg, aber trotzdem bleiben noch so kleine Stoppeln übrig. Und ja, genau, hier ist auch dieses Schwinggelenk, was jetzt ganz toll sein soll. Deswegen bin ich auch mal gespannt. Also so sieht der Rasierer an sich aus. Vielleicht, wenn ich männliche Zuschauer unter euch habe, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob ihr den schon mal benutzt habt. Oder natürlich auch, wenn die Frauen den schon mal benutzt haben, ob der gut ist oder ob ich damit einen Fehlkauf gemacht habe. Ich hoffe natürlich nicht. Aber ja, ich dachte einfach mal, ich werde es einfach mal testen. Also ich hoffe wirklich, dass er für den Preis, weil es ja für Balea echt teuer ist, dass der doch was drauf hat. Und dann noch zum Schluss zwei Shampoos. Zum einen das Micellen-Shampoo von Pantene Pro-V. Genau, das finde ich auch, das hat mich schon sehr lange sehr angesprochen, als ich das erste Mal in der Werbung gesehen habe. Und ich mag ja Micellen generell sehr gerne, Micellen-Wasser zum Abschminken und sowas. Und dann dachte ich mir, warum sollte es nicht auch bei einem Shampoo gut funktionieren, dass es den Dreck quasi rausholt, aber ohne das Haar irgendwie extrem zu beschweren oder sowas. Und deswegen, ja, habe ich da auch echt Hoffnung drin, dass es ein schönes Shampoo ist. Und es sieht total unspektakulär aus. Man denkt sich so, hä? Und ich musste auch erst ein bisschen suchen, bis ich es dann doch gefunden habe. Aber ja, dann habe ich es gefunden und war glücklich über das Micellen-Shampoo. Und dann das zweite Shampoo und auch letzte Produkt meines Hauls habe ich auf der Balea Instagram-Seite gesehen und habe mich voll gefreut, weil es halt voll mein Ding ist, obwohl ich Balea-Shampoos eigentlich nicht so gerne mag, aber ich kann nicht anders bei 50 Cent und bei diesem geilen Duft, da muss ich einfach zuschlagen. Und zwar Pure Frische, das ist ein Shampoo eben für, ja, fettiges Haar und trockene Spitzen und es riecht einfach so geil. Ich liebe diesen grünen Apfelduft. Ich hatte schon ziemlich viele grüne Apfelshampoos und so, aber ja, ich liebe es einfach immer wieder. Ich kann davon nicht genug bekommen und es sind halt einfach so normale Shampoos. Ich wechsle ja gerne mal ab, dass ich einmal sowas wie das nehme, sowas ganz Normales, nichts Besonderes und dann wieder was mehr Pflegendes und so und ja, versuche einfach meinen Haaren da auch ein bisschen Abwechslung zu geben und es riecht einfach mega gut. Und ja, das war's jetzt mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen und bis dahin, ja, eine gute Zeit oder wie auch immer.